So, wir sortieren erst einmal Zeug aus, was wir nicht so unbedingt bräuchten. Ja, so Eidsachen, die behalte ich mal, aber zum Beispiel der Drachenzahn, Drachenaufseher-Sachen, die können weg. Den können wir verkaufen. Knochenschild haben wir bereits weggepackt, oder? Ja. Dann packen wir jetzt auch mal das Drachenaufseher-Schild weg und die das Gewand des Urteils können wir wegpacken. Da haben wir den dritten Drachenring. Das heißt, den zweiten können wir wegpacken. Wir können auch den Feuerring plus 1 wegpacken. So, sonst haben wir ja nichts Doppeltes hier drin. Feuerorkan und die Kristallklinge können weg. So, und ansonsten dürfte alles passen. Wie sieht es eigentlich mit der Zaubereinstimmung aus? Jo, wir können das Schwert benutzen. Das habe ich eh lieber als die anderen Sachen. So, gut. Also, jetzt geht es erstmal zurück nach Majula. Wie gesagt, wir versuchen jetzt nochmal das mit dem Gegenstand da unten zu kriegen. Und da wir auf Wille ja jetzt auf 30 sind. Bearer of until. So. Können wir auch mal kurz bei der Wunderverkäuferin vorbeigucken. Nachdem ich meine Geschicklichkeit etwas gesteigert habe. So. Also erst bei ihr vorbeigucken, dann gucken wir noch mal kurz auf die Majula-Karte, weil ich glaube, durch den Aschennebel haben wir jetzt die siebte Flamme aktiviert. Ja, wenn wir jetzt mit ihr sprechen. So, sie gibt uns die Abbildglocke und ihre Ausrüstung. Go on and seek greater miracles with your faith. So, wir können noch gucken, was sie so zu verkaufen hat, was wir noch nicht besitzen. Ja, wir besitzen noch ein paar Wunder noch nicht. No need the. Aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Als nächstes schauen wir hier zur Karte rein. Wie gesagt, es gibt 8 Flammen, die wir dort freischalten können. Und ja, es ist Nummer 7 aufgetaucht. Nämlich hier oben. Da wird wohl dann der Drachen. Der Drachenaltar sein. Ich sage immer Heiligtum. Aber es ist ein Altar. Weil alles andere kennen wir ja bereits. Der letzte Riese. Verlorene Sünderin. Der alte Eisenkönig. Der Watten. Dann hier die. Ja, genau. Duke's Deerfire. Also die Riesenspinne, Königsring, Drachenhorst, also Aschenebel. Even, did you see the, it won't, jo. Er sagt uns noch nichts Neues. Es muss erst noch die 8. Flamme brennen. Dass er uns was Neues erzählt. Und wie gesagt, ich versuche jetzt wieder 3-4 Mal an den Gegenstand da unten zu kommen. Wie gesagt, er ist nicht notwendig, wichtig oder irgendwas. Wäre einfach nur nett, ihn zu haben. Dumm die dumm. So. Hier runter. Hier runter. Darunter.
Funkelechse wird ignoriert. Ja. Und wieder nicht gesprungen. Okay, wir schalten den aus. Und bevor der nächste kommt, porten wir uns weg. Gut, das war Versuch 1. Bleiben noch 3 Stück. Machen wir 5 Versuche draus, also insgesamt. Also bleiben noch 4 Versuche. Ich würde das ja gerne offscreen machen, aber dann glaubt ihr es mir nicht. Außerdem sollt ihr mit mir leiden. Nein, kleiner Spaß. Aber nur damit ihr mal seht, was für ein Krampf das ist, an diesen Gegenstand zu kommen. Und dass es auch möglich ist, an diesen Gegenstand zu kommen. Dumm die Dumm. Vorbei an der Kristallechse. Hier rüberspringen. Runterfallen. Klappt das noch? Ja, das klappt noch. Gut. Das war Versuch Nummer 2. Jetzt ist Versuch Nummer 3 an der Reihe. So. Jo. Und hier runter. So geht's natürlich auch. So kriegen wir wenigstens nicht so viel Damage ab. So. Wieder ein Sprung ins Leere. Und zurück zum Leuchtfeuer. So, noch 2 Versuche für heute. Und ja, wenn es so weitergeht, versuche ich das wirklich irgendwann noch offscreen. So. Jo. Jo. Ja, ansonsten klappt der Sprung eigentlich. Vielleicht darf ich nicht, soll ich dich nicht versuchen, so weit nach von der Wand abzuspringen. Nee, er macht keinen richtigen Sprung teilweise. Oder sie macht keine richtigen Sprünge, dann wenn ich sie brauche. Hm. Das war wieder ein Bummmann. Okay, letzter Versuch für heute. Wenn nicht, nehme ich irgendwann mal bei Gelegenheit einfach eine extra Let's Jump Fail Compilation auf, wo man im Zeitraffer sehen kann, wie oft ich das versucht habe. Und tu das so als extra Folge mit reinbetten. Entweder mitten in die Playlist rein. Oder an den Schluss der Playlist.
Das gibt's doch nicht, dass ich das jetzt mal wieder nicht schaffe. Nein. Gebt mir noch einen Versuch wenigstens. Da sind es zwar sechs, aber den einen hätte ich gerne noch. Kann auch sein, dass ich nicht genug Anlauf nehme. Ich habe den Trick nämlich nie rausgefunden. Ich habe es immer durch Zufall geschafft. Wobei das heißt, ich habe es drei oder vier Mal insgesamt geschafft. So. So. Wow. Ich trinke vorsichtshalber mal was. Weil den Sprung schaffe ich. Nein, ich bin einfach runtergefallen. Okay. Vielleicht versuche ich es am Schluss der Aufnahmesession, je nachdem wie viel Zeit wir da noch haben, noch ein, zweimal. Ich will mich jetzt erst einmal... Erstmal will ich offene Enden abklappern. Nein, ins Salz vor, bitte. Von da aus komme ich nämlich schneller dahin, wo ich jetzt hin möchte. So, dazu musst erstmal du weg. Und ich sollte den Ring wechseln. Wobei, ich habe meinen Freund da unten vergessen, aber... Wirklich nervig ist er jetzt nicht mehr. So gut wie unser Speer ist und alles. Ist er schon tot. Die Königswachen halten auch absolut nichts mehr aus. So. Hier oben will ich hin. Und erstmal die alle ausschalten. Und dann möchte ich ihn hier entsteinern, endlich mal. So, wir können uns jetzt das Leuchtfeuer unter den Nagel reißen und mal mit ihm reden. Still a bit stiff, I'm afraid. I must thank you, young traveler. Und wir kommen hier nicht mehr raus. I am strayed, a wandering sorcerer of sorts. I've been a guest for a very long time, but I don't think that anybody will miss me. Ja, er ist straight und er ist ein Zauberer. Very good indeed. Cursed one, weak you may be, but I, strength, will teach you my spells.